Liebe Zuschauer, ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich habe sie alle gehabt. Egal, ob Frauen aus Deutschland, eine französische Frau, eine britische, amerikanische, auch eine Italienerin war dabei gewesen. Irgendwann, ja, ergab sich das auch mal mit dem Ostblock ein bisschen. Warum nicht? Kleine Frauen, große Frauen. Und ich rede hier nur von Beziehungen, nicht von einer kleinen Geschichte, wo man am nächsten Morgen nach der heißen Nacht fragt, Schatz, wie war dein Name nochmal? Nee, keine Internetbeziehung, wie das heutzutage modern ist. Alles im echten Leben. Komischerweise haben es die meisten nicht lange mit mir ausgehalten. Ich weiß auch nicht warum. Also war doch die einzige und richtige Alternative, probieren wir es doch mal in Südostasien, weil was Asiatisches fehlte mir noch auf meiner großen Liste. Und so bin ich wahrscheinlich zu einer der verrücktesten und wildesten Frauen gekommen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Wie unser Leben so täglich aussieht, in einer gemischt rassigen Beziehung mit allen Höhen und Tiefen, erfahrt ihr in diesem Video. Werden wir Klischees bedienen? Auf alle Fälle. Werden wir über Kosten reden? Auf alle Fälle. Allerdings schon mal eine kleine Triggerwarnung. Wir beide sind voneinander komplett finanziell unabhängig, sodass das, was wir uns beide gegenseitig kosten, meistens nur Nerven sind. Damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Lasst uns mal reinspringen in den normalen Beziehungsalltag hier mit einer Frau aus Thailand. Hier jetzt mit einer großen Excel-Liste oder einem Kassenbuch aufzutauchen, wäre sicherlich unangemessen und vor allen Dingen auch irreführend, weil pauschale Aussagen über Kosten, die man hat, wenn man hier in Thailand in einer Beziehung lebt, die wird es ohnehin nicht geben, weil jeder hat eine persönliche Lebenssituation, jeder hat ganz andere finanzielle Möglichkeiten auch. Und da das stark variieren kann, kann man an sich in so einem Video nur ein paar Anhaltspunkte geben, woran man mal ein bisschen festmachen kann, wie man seine Finanzen hier ein bisschen planen kann. Sicherlich von euch wird natürlich als reicher Ausländer davon ausgegangen, dass ihr immer Geld habt, dass es nicht so ist und dass es auch im Ausland nicht auf den Bäumen wächst. Das sollte sich auch mittlerweile hier in Thailand rumgesprochen haben. Ein Aspekt, der häufig, wenn es zu Diskussionen zum Thema Geld in einer Beziehung kommt, außer Acht gelassen wird, ist der Faktor, dass man eigentlich als Ausländer hier deutlich höhere Kosten für sich erstmal persönlich hat, als das sich eine thailändische Frau vielleicht vorstellen kann. Als Stichpunkt möchte ich hier mal reinwerfen, Krankenversicherung, Visa, das sind riesige Kosten, die man beachten muss. Und die werden natürlich dann von euch gestemmt werden müssen und müssen dann natürlich auch in die monatliche Planung ganz akkurat mit einfließen, weil das sind Sachen, damit sollte man gerade hier in Thailand nicht spaßen. Ihr kennt das sicherlich auch. Ja, wenn man jung verliebt ist, wenn man gerade frisch zusammen ist, dann braucht es vielleicht auch nur eine kleine Wohnung, dann wird man damit zufrieden sein, weil man höchstwahrscheinlich die meiste Zeit ohnehin nur kuschelig im Schlafzimmer verbringt. Wird man dann ein bisschen älter oder ist schon ein bisschen älter, dann wäre es doch vielleicht besser, ein bisschen Freiraum zu haben. Das heißt, auch die gemeinsame Entscheidung für eine gemeinsame Wohnung sollte dann den finanziellen Möglichkeiten entsprechend angepasst sein. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal ein paar Gäste empfangen und dann ist so eine ganz, ganz kleine Wohnung weit draußen, vielleicht auch ein bisschen schmuddelig und so weiter, nicht unbedingt das Ambiente, was ihr dann ja repräsentieren wollt. Ein bisschen sparen kann man zum Beispiel an den Möbeln. Den Fehler habe ich auch gemacht. Ich wollte unbedingt eine schöne Essecke haben, wo man gemütlich sitzen kann. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass meine Frau, wie die meisten Thailänderinnen, lieber am Boden sitzt. Ja, das Geld hätte ich mir sparen können. Also vielleicht das mal als Tipp, wenn ihr euch eine neue Wohnung einrichten müsst, weil das Kondo, das ihr vielleicht mietet, nicht möbliert ist. An der Essecke oder einer Sitzgelegenheit zum Essen kann man ein bisschen sparen.
Allerdings, ich sitze immer noch gerne am Tisch beim Essen. Ich kann mir das immer noch nicht angewöhnen, am Boden zu sitzen. Vielleicht liegt es auch an den immer älter werdenden Knochen. Das ist ganz klar. Ja, wo wir gerade schon beim Essen sind, das ist natürlich auch ein sehr interessanter und wichtiger Kostenfaktor. Während wir Deutschen ja vielleicht auch mit einem einfachen Essen mal zufrieden sind, uns vielleicht auch mal ein Wurstbrot machen oder so ähnliches, wird es mit einer thailändischen Frau etwas schwierig, weil sie hat doch ihre ganz, ganz, ganz speziellen Vorlieben, was das Essen angeht. Das muss jetzt nicht immer das allerteuerste Restaurant sein, wo ihr dreimal am Tag einkehren müsst. Es gibt auch günstige Restaurants, kleine Nudelsuppenküchen und. Aber ihr dürft eins nicht außer Acht lassen. Wenn sie eine bestimmte Speise möchte oder eine bestimmte Zutat für die Küche zu Hause und die gibt es dann halt eben nur an einer ganz bestimmten Stelle in der Stadt, ja, dann dürft ihr mal von Markt A nach Markt B fahren, um dann vielleicht nur drei Bündel Gemüse einzukaufen. Aber es gibt es halt nur dort und es muss unbedingt von dort sein. Darauf kann man sich auch mal wieder einstellen. Und wenn man mittlerweile sieht, wie die Lebensmittelpreise auch hier in Thailand sich entwickeln, könnte das auch ein großer Kostenfaktor für die monatliche Planung sein. Wer dann solche Ausgaben stemmt, ja, das kommt dann auch immer wieder auf die persönliche Situation an. Wir halten das hier einfach so, wir werfen Haushaltsgeld in den großen Topf. Aus diesem Topf wird halt monatlich alles bezahlt, was so an Essen, Nebenkosten und so weiter auf einen zukommt. Miete wird hier auch freundschaftlich geteilt. Und damit gibt es dann auch wenig Diskussionen, wer was irgendwie zu bezahlen hat. Ja, ich glaube, eine Frau, die ständig hinter euch hinterher ist und um Geld betteln muss oder sagen, ah, bitte, gib mir mal was, gib mir mal heute dafür was, das wird auf die Dauer ziemlich nervig. Dann einfach ein gemeinsames Familienkonto vielleicht eingerichtet. Jeder zahlt seinen Anteil darauf ein. Und man weiß ja auch nach einer gewissen Zeit, welche Ausgaben man im Monat hat. Und vielleicht bei einer jüngeren Frau sind die monatlichen Kosten ja auch ein bisschen geringer. Ich möchte mal so Dinge ansprechen wie Kosmetik, Spa, Friseur, Fingernägel. Bei einer älteren Frau wird das sicherlich häufiger der Fall sein, dass sie dort aufschlagen muss oder möchte, weil sie will ja schließlich für euch lange Zeit hübsch bleiben. Und gerade in Pattaya und in Bangkok hier ist die Konkurrenz sehr groß, also muss die Frau ja auch ein bisschen was tun. Und wenn ihr lieb und nett sein wollt zu ihr und ihre Laune ein bisschen aufbessern wollt, dann könnt ihr euch ja natürlich an diesen monatlichen Kosten da ein bisschen beteiligen. Sicherlich wird es dort auch keine fixen Preise geben, also immer ein bisschen was zurücklegen im Monat, damit die Schönheit eurer Frau erhalten bleibt. Ja, bei größeren Ausgaben, wenn es mal eine Reise gibt oder größere Anschaffung, dann besprechen wir das hier einfach. Und dann jeder, je nachdem, wie er möchte oder wie er im Moment kann, gibt seinen Anteil dazu. Ich denke, das ist eine Regelung, die man nicht nur in Thailand finden kann, sondern auch auf der ganzen Welt. Das ist jetzt nichts, was unbedingt was mit Thailand zu tun hat. Wenn es dann in den Ausgang geht, entweder gemeinsam oder alleine, soweit ihr gemeinsame Interessen habt, ja, dann muss auch ein bisschen überlegt werden. Bei uns wird das so gehandhabt, dass jeder, wenn er unterwegs ist, seine eigenen Sachen bezahlt. Wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, zum Essen gehen oder mal ins Kino oder irgendwie einen kleinen Ausflug, ja, dann wird es wieder aus der Familienkasse bezahlt. Also auch relativ einfach. Ja, es gibt wenig Diskussionen bei uns zum Thema Geld. Und wenn mal so eine Diskussion aufkommt, naja gut, dann kann man die als Weißer sowieso nicht gewinnen. Weil das Totschlagargument wird zum Schluss immer sein, ich bin Thailänderin, ich mache, was ich will. Und dann ist das sowieso schon erledigt. Gut, ihr merkt schon, der liebevoll geschwungene Pantoffel zu Hause ist mir auch nicht fremd. Mögen wir doch alle sowieso ein bisschen. Interessanter wird es dann höchstwahrscheinlich, wenn dann doch Sonderausgaben auf euch zukommen. Sprich, wer unterstützt die Familie? Wer gibt Geld für den berühmten halbkranken Wasserbüffel und so weiter? Das muss dann natürlich auch wieder jeder mit sich selbst ausmachen. Da kann man auch wenig pauschal Aussagen treffen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn der Wasserbüffel sich guter Gesundheit erfreut und keine extra Kosten verursacht. Das gibt ja auch solche Beziehungen, wo das der Fall ist, wo man halt in eine gute Familie reingeheiratet hat,
in der man nicht unbedingt als Goldesel angesehen wird, sondern als normaler Partner der Frau, der Tochter angesehen wird. Eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, ist das auch hier in Thailand kein Hexenwerk. Wenn man ein bisschen kommunikativ unterwegs ist, wenn man sich mit gegenseitigem Respekt da auch ein bisschen begegnet, alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam trifft, vielleicht auch ein bisschen plant. Ich weiß, Planung ist für Thailänder sehr, sehr schwierig und oftmals ein Fremdwort, aber dann sollte das funktionieren. Und wenn eine Beziehung nicht unbedingt nur auf Transaktionen und finanzieller Zuneigung basiert, ja, dann ist es natürlich am allerbesten. Ich glaube, ich würde mein letztes Hemd geben, wenn es denn sein müsste, aus einem vernünftigen Grund. Allerdings würde ich dabei auch nie vergessen, was ich gerade am Anfang gesagt hatte. Ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, dass eure Grundkosten im Monat deutlich höher sein werden als die einer Thailänderin. Damit sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr bei diesem Video eingeschaltet habt. Wenn ihr solche und ähnliche Videos mögt, abonniert gerne den Kanal, liked das Video, schreibt mir eure Erfahrungen mit euren Frauen unten in die Kommentare. Dann sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.